Hallo Freunde, herzlich willkommen bei Opa Helmi, herzlich willkommen zurück bei Titan Quest. Ja, wir befinden uns im alten Ägypten und wir wollen mal so ein bisschen aufräumen. Und dann gucken wir uns mal hier ein bisschen um. Um die Dummen. Ja. Okay. Hier haben wir schon mal ein paar Vögelchen. Ist schön. Ist schön. Ein paar Vögelchen. Ach Gott, wie nett. Ja, ich weiß. Sobald man den Knochenhaufen aufmacht, kommt ihr natürlich angestürmt. Da war ja wohl ganz klar, ne? Das war ja wohl mehr als klar. Aber man kommt gar nicht rüber in das andere Gebiet mehr. Ach, was seid ihr denn für welche? Reliktsoldaten, Reptilsoldaten, okay. Ihr seid die Schildkröten, gell? Ihr seid die schnelleren Schildkröten. Oh, oh. Hier haben wir aber ganz schön Kohle in der Tasche, Freunde. Ja. Naja. Reptilwappen des Schwungs. Soll mir recht sein. So, so. Sehr reptilisch. Wo geht's denn hier weiter? Hier waren die Vögels. Gell? Und da war der Ausgang, wo wir hochgekommen sind. Genau. Sag ich doch. Genau. Und hier haben wir Vögels. Na, ja, glaub schon. Ihr Reptilsoldaten. Knochenhaufen und noch ein paar davon. Und ein Energietrank. Jawohl. Na, wenn sich das nicht gelohnt hat. So, wir müssen unbedingt mal gucken hier. Mal ein bisschen im Gebiet freilaufen, gell? Noch ein Knochenhaufen und... Ach, guck mal hier, hier sind... Die sind's wieder. Na. Dingens halt. Dingens hier. Ihr wisst, was ich meine. Dingensbummens. Oh, hier geht's wieder irgendwo hin. Okay, das machen wir dann später. Bleiben wir erstmal hier noch. Skorpion. Mensch, Skorpion heißt das viel. Opa. Das Ding heißt Skorpion. Ist doch, Mann, ey. Wirklich manchmal, ne? Manchmal da denke ich. Also runter läuft man schneller rein in so Gegnergruppen. Da sieht man nicht so weit. Wenn man nach oben läuft, sieht man schneller, also besser. Also. Ach ja, was soll ich euch erklären? Ihr wisst eh, was ich meine. Ah, den nehme ich da mit. Genau, was ich sag. Guck mal hier, jawohl. Hier, wir müssen alles freilaufen. Alle Gegner hier mitnehmen. Hier wird nichts liegen gelassen. Wir brauchen die Erfahrungspunkte am Ende, im Endgame. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir die da gut gebrauchen können. Oh, juhu. Hier waren wir. Hier waren wir schon. Ah ja, und hier sind wieder diese Soldaten. Diese Reptilien-Typen. Oh, da geht's in den Keller. Da geht's in einen Keller.
Hoffentlich wird's da heller. Oh, da sind wir auch viel schneller. Aua. Du willst mich doch nicht hauen, oder? Hä? Wir haben so gut verstanden die ganze Zeit. Jetzt kommst du mir hier so. Massiger Centauri. Ich geh mal weg, ne? Centauri. Ey, was macht ihr mit meinem Hund? Habt ihr so eine alle? Finger weg von meinem Hund. Ah, der Hund hat überlebt. Sehr cool. Ah, einen großen Haufen Schrott liegt hier und nur ein Energietrank. Na toll. Und die wohnen hier in dem Tümpel oder was? Echt? Das finden die gut. Naja. Mein Gott, ich kann da so viel mitnehmen. Bin schon ein bisschen überrascht, ne, dass ich alles mitnehmen kann. Komm, wir gehen da rein. Falls es mal regnet, da drin ist schön trocken. Da bin ich mal gespannt. Was seid ihr denn für welche? Echt? Grabmoder? Oh, die halten aber schwer was aus, die Burschen. Durch der Mann, ey. Vielleicht sollte ich mich mal auf einen konzentrieren und den erstmal töten. Ja, bloß die heilen sich wieder. Mein Hund ist schon mal weg. Das steht schon mal fest. Ne, die heilen sich nicht. Stirb. Boah. Mein lieber Mann. Ihr seid aber echt böse drauf. Jesus Maria. Da habe ich auch ganz klar den falschen Bogen für. Oder die falsche Klasse, oder was auch immer. Guckt euch das mal an, was der lange braucht, bis der runtergeht. Ich meine, die sind jetzt nicht lebensbedrohlich, solange ich Tränke habe, aber... Dein lieber Mann, ey. Ich habe nur noch 74 Tränke. Hoffentlich sind hier nicht so viele von. Aber ich vermute mir, hier ist alles voll mit denen. Und die lassen sich auch nicht vergiften, die Burschen, ne? So. Und dann alles für den alten Knochenhaufen. Das ist ja super. Und nichts drin. Das ist ja noch viel superer. Was ist denn die Steigerung von super, superer? Naja, die kleinen Kacker hier, die sind nicht so schlimm. Die sind okay. Da kann man mit leben. Ein bisschen Gold muss sein. Dann kommt das Glück schon ganz allein. Also die schießen genauso Dinger raus wie die... Na, sag mal schnell. Die Schildkröten. Ich glaube, ich sollte erst hier unten einmal rumgehen. Was? Ja. Dass der direkt aufmacht, weil ich trage, ne? So zum Vergleichen. Das war... Auch jetzt wieder eine neue Sache. Und wir gehen mal hier rein. Mal gucken. Was haben wir hier? Ihr seid ganz schön schnell hier, ihr Burschen. Gell? So. Machen wir mal einmal Glück. Und einmal Wow. Oh, dann gehen wir doch mal den Gang da rein hier. Einmal gucken. Na? Bis jetzt ist noch alles super. Bis jetzt habe ich noch keine Angst. Ist alles gut. Oh, oh. Was? Das ist ein Durchgang irgendwo hin. Auf dem Plateau. Was? Das ist ja krass. Geiler Scheiß. Echt jetzt?
Ups. Ja. Ja, du kamst aber auch plötzlich überraschend auf den Weg hier. Also die da unten, die komischen Spucker, die haben echt was ausgehalten. Die hatten ganz schön Resis. Wo bin ich denn hier? Was ist denn das hier? Oh, du zitterst ganz schön. Mein kleiner Freund. Ja. Königliche Kiste, ich sehe schon. Oh, lass uns mal eben abhauen hier. Ich will hier nicht sterben. Eieieiei, habt ihr das gesehen? Ja, ist er. Kannst du mal aufhören zu rennen? Aha, hier hat er seine Grenze. Ihr wisst ja, eine alte Mechanik aus weg. Junge. Einmal den Hundi. Ah, wo ist er? Da kommt er. Aua. Komm doch nicht so schnell angelaufen hier. Hundi, du bleib doch da. Geh und hol ihn doch. Hol ihn. Ja, hol ihn dir. Ja, hol ihn dir. Muss ich so schnell angelaufen kommen, das habe ich nicht so gerne. Das kostet mich immer einen Trank, wenn du das machst. Gleich ist er tot. Und tschüss. Grausiger Zackensperre. Du hast keinen Platz mehr. Ach genau. Dann werden wir mal hier. Kurzer Hand, langer Arm hier. Zack. Genau. Hier hin. Dann schauen wir mal. Da können wir mal einiges verkaufen hier. Hopp, hopp, hopp. Pferdchen auf Galopp. Hier ist ein Händler. Ein magischer Händler. Wo sind die andere? Geschichte? Seltsame Neuigkeiten reisen in diesen Tagen. Ja, auf jeden Fall. Reisender, komm und schau dir meine Ware an. Ach, guck mal, ich habe hier noch so ein Ding. Ach Gott, ey, das sind alles Sachen. Das kann ich alles nicht tragen hier. Weg damit. Weg mit dem Kram. Hört dir da mal an. Den könnte man ja halten, wenn man mal irgendwann, ne? Mal irgendeinen anderen Dingens spielt. Irgendeinen anderen Char. Der macht schon was her. Mein lieber Mann. Der macht schon was her. Was macht der denn? 28, 30 Rüstung plus 9 Rüstung. Durchschlagvergeltung. Gesundheitsregeneration. Gesundheitsregeneration. Sehr schön. Was ist denn das? Schriftrolle der Beschwörung. Aufgabengegenstand. Okay. Und dann, was habe ich denn hier alles? Blitzwiderstand, Geschicklichkeit. Bonus für Begleiter, 10 Schaden. 12 Geschicklichkeit. Puh. Das ist natürlich nicht so ganz schlecht, ne? 13 Stärke. Boah. 11 Blitzwiderstand, den kannst du haben. Giftschaden. Für 3 Sekunden. Plus 13 Geschicklichkeit, aber der Giftschaden ist auch sehr geil. Ey. Mann. Intelligenz, hä?
Hä? Intelligenz? Hä? Wofür soll der denn sein? 7 Stärke. Blitzwiderstand. Der hat 12 Geschicklichkeit. Der hat Energie. Der hat Intelligenz. Der kann weg. Und du hast Stärke. Falls ich mal Stärke brauche, ne? So, dann lassen wir so und dann gehen wir wieder zurück. Du bist immer willkommen. Ja, weiß ich. Ich bringe auch immer tolle Sachen mit. Im Reich der Götter sind... So. Na komm schon. Jawohl, da wollen wir wieder hin. Da hin und nicht anders. So, wo ist das Ding? Da, grausiger Zackenspeer. Genau. Gib mal her den Zackenspeer. Oh, ich bin empört. Ich bin empört. Da war ein bisschen voreilig, hier schon mal aufzumachen, wa? Noch einer. Noch was? Nö, da ist noch eine königliche Kiste. Mein lieber Mann, ne. Ganz schön Kram hier. Mal auf, das Ding. Was haben wir noch? Naja. Naja. Dann nehmen wir auch alles mit. Jetzt ja hauptsächlich Gold. Nehmen wir sowieso mit. Und Essenz nehmen wir auch mit. So, und Schild, naja. Schild ist halt Schild, ne? So, jetzt müssen wir aber hier durch wieder zurück. Habe ich gerade festgestellt. Das war nur so ein Ding. So ein Zusatzding halt. Mein lieber Mann, die waren ganz stabil, die Burschen. Die hier. Davon brauche ich nicht noch mehr. Also wirklich nicht. So, und hier war irgendwo der Durchgang, oder? Ja, hier. Hier ging's raus in die große, große Welt. Oh. Was ist denn hier los? Da draußen ist etwas. Aha. Etwas Großes, das durch die Nacht stromt. Natürlich. Man hört von Kamelen, die am Morgen fehlen. Oh. Und von Karawanen, die angegriffen werden. Niemand ist sich sicher, was es ist. Ein Wüstenwurm. Lebt es in einer bestimmt. Höhle Raketenwürmer. In der Ja, sind bestimmt Raketenwürmer. Nach allem, was ich weiß, mögen die Geschichten über diese Riesenbestie wahr sein. Ja, ja. Vielleicht auch nicht. Vielleicht du auch solltest nicht. Nicht unbewaffnet über diese Wege reisen. Haha, sehr witzig, echt jetzt. Mit dem Tipp kommst du mir im zweiten Level, dritter Akt. So, so. Oh. Oh, die sterben aber schön. Bitteschön. So, wo ist denn diese Riesenbestie? Wo alle von reden. Erstmal haben wir hier die Kleinen. Aber die sterben ja sehr übersichtlich. Kannst mal stehen bleiben. Jawohl. Oh, Gold. Gold, Gold, Gold. Das haben wir so gewollt. Oh. Seid ihr Gifttypen oder so? Ihr seht so komisch aus. Aber hier. Hyänen. Okay. Noch mehr Hyänen. So. Dann schauen wir mal ein bisschen, ne? Was wir hier so haben. Wo geht's denn hier hin? Erfahrung. Erfahrung können wir immer gebrauchen.
Ein knochiger Haufen. Hier sind so coole Köpfe überall und so zwischendurch. Das finde ich schon sehr cool. Sehr cool, sehr cool, sehr cool. Noch ein Haufen Knochen liegen. Jawohl. Oh, was ist das denn? Ein Kilt? Ein Kilt? Den gucken wir uns doch mal näher an gleich. Sei mal nicht so wild und nimm mal hier den Kilt. Jetzt killt den doch mal einer. Schade, kann man von hier oben nicht abschießen. Wäre schön gewesen. Aber wir gucken mal hier. Ist er das? Jo. Intelligenz 164. Oh ja, wir haben auch schon 70. Okay, da kommen wir vielleicht noch nicht ganz dran. 11 Stärke. Ach komm, echt. Schade, ne? Aber wenn man wieder so ein Zauberding spielen würde, dann... Dann wäre das nicht schlecht. Mann, 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 ne? Aber man kann ja nicht alles aufheben. Und außerdem, wenn ich mal einen Zaubi spiele, dann muss er seine eigenen Sachen finden. Jetzt. Kann sie mal tot sein. Wie sie da gehört. Für Fußvolk. Ah, oh, der war durchgegangen. Sehr schöner Effekt, wenn der durchgeht. Noch ein königlicher Thron. Ja, davon gibt es ja ganz viele. Ja. Yeah. Ninja-Kämpfer. Ja, nehm ich noch. Da will ich doch da. Und, ja. Also, was ich so alles, ne? Was ich so alles königliche Kiste nennen darf hier mittlerweile. Das war mal anders. Hier waren wir schon, hier waren wir auch schon. Hier waren wir auch schon. Na, hier. Da ist keiner. Schieß doch in die Richtung. Genau. Da liegt so ein halbes Kamel. Hier liegen so einige halbe. Ach ne, achtet nicht die Hyänen, die wir vorhin geschossen haben. Genau, ich erinnere mich. Wir haben doch Hyänen abgeschossen. Das war schön. Das hatten die sich verdient. Oh, hier ist nichts mehr. Okido, dann gehen wir zurück. Dann gehen wir zurück. Dann gehen wir zurück. Oh, was haben wir hier? Heilung. Kann man nicht mehr brauchen. Heilung, da fällt mir wieder Heiler-Quest an. Ja, okay, kriege ich doch nicht was vom Gold ab. Ist ja nur der Heiler, macht ja keinen Schaden. Ach, wie schön. Oh, da ist ein Boss-Typ. Ja. Du machst nicht allzu viel mehr hier. Für den Boss warst du zu schwach. Aber Lederhaut hast einmal fallen lassen. Wenigstens etwas. So, wir trinken mal wieder einen Schluck aus der Pulle. Und eine Bottle voll rum. Ei. Mach's weg. Da ging's, also auf der anderen Seite ging's auch noch weiter. Ich hoffe, hier ist... Ja, sieht so aus wie eine Sackgasse. Nee, da ist nur... Ach, da ist schon wieder eine Höhle, ey. Ich weiß es nicht. Ja, wir kommen sofort wieder. Wir müssen mal eben in eine andere Richtung gucken, Entschuldigung. In die andere Richtung gucken, ob da noch weitergeht. Oder ob die Höhle der Weg ist. Oder ob die Höhle nur optional ist. Oh, ich glaube, über diese
Über diese Brücke geht's weiter. Das glaube ich mal. Ja, 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 bitteschön, ja, jeder kriegt hier sein Pfeil. Natürlich. Das geht hier. Ach, guck mal her, die Reitertypen. Wie die auf diese Wildschweine geritten sind. Ja, 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 ja. Große Kiste. Großer Unfug. Fliegen die roten Tücher weg, wa, Freunde? So. Hier ist nichts mehr. Hier ist auch nichts mehr. Das heißt, über die Brücke geht's weiter. Das heißt, die Höhle ist optional. Also machen wir die jetzt. Ach, immer hier sind noch ein paar von denen. Also die großen Tiere sind hier noch nicht. Die kommen bestimmt, wenn wir über die Brücke sind. Über 7 Brücken muss er erst gehen. Und dann muss er noch die großen Tiere sehen. Schauen wir mal, was hier in der Höhle ist. Hoffentlich nicht wieder diese komischen Typen. Die mag ich nicht. Ach, Skorpione, die sind okay. Die sterben zuverlässig, wie sich ja gehört. Auf dies Verlass. Bitteschön, hier, bitteschön, bitteschön. Aber gerne doch. Voll gerne. So. Oh je, Mistkäfer. Hab ich doch. Oh. Da muss ich mich mal eben heilen. Gerne. Ich muss mich nochmal heilen. Mein lieber Mann, der hat mir aber schwer zugesetzt. Aber wie gesagt, Spielmechanik ausnutzen. Einfach die Grenze finden, wo, wie weiter einem folgt und dann einfach weitergehen. Und an der Stelle dann immer hin und her und schon, ne? Mein Hund in Ruhe. Der hat dir nichts getan. Okay. Geh weg. Geh weg. Genau. Hier ist die Grenze. Hier ist die Grenze. So. Ja, das war ja super. Ja, lass mal, da wirkt das Gift ein bisschen so. Ja, gleich bist tot. Was sag ich? Legendäre Bestie. Oh, was bist denn du? Ach, du bist kein Bogen. Du bist eine Waffe, aber du bist kein Bogen. Aber du bist ein Knochenhaufen. Da gucken wir da auch mal rein. Wie sich das gehört. So. Und was haben wir hier noch? Schön ausgeleuchtet. Aber. Sonst nickes. Das wart. Das wart? Na toll. Na toll. Na, dann gehen wir mal über die Brücke. Dann schauen wir mal, was uns auf der anderen Seite erwartet. Also erstmal sind hier schon mal ein paar von denen wieder. Natürlich. Ist ja klar. Bitte schön, bitte sehr, bitte gleich. Halt, 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 halt. Da liegt was. Nehmen wir mit. Bares Geld hier. Können wir noch nicht liegen lassen. So. Jetzt zittert ganz schön. Aber... Es war schon schlimmer nach dem Update. Hat sich wieder gefangen mittlerweile, das Spiel. Es war schon richtig schlimm zum Teil. So. Mal schauen, was wir hier noch so haben.
Hier geht es ein bisschen rum und da geht es weiter. Hier noch was, hier noch was, hier noch was. Nö. Na gut, dann gehen wir mal weiter. Dann schauen wir mal. Machen wir mal die Fackeln an hier. Überflutungsebene. Deswegen ist er hier so grün. Ah, guck mal hier. So. Hier schön. Ein paar Vögelchen. Nichts Großes, nichts Schlimmes. Alles wunderbar. Ja, guck mal. Ja, Knochenhaufen. Na, ja, komm schon. Einmal Lederhaut, danke. Wieso ist denn hier schon wieder einer? Grausiger Runenstab. Das ist ja grausig. Von dem Stab. Hat du hier Erfahrung? Okay. Ach komm, echt hier schon wieder so welche? Ja, ich hab dich gesehen. Schon gut, ich hab dich ja gesehen. Alles wie gut. Hier waren wir schon. Hier ist schon überall Licht an. Ah, guck mal da. Da ist noch einer. Oh, die haben auch, guck mal hier. Die haben richtige Zeltsiedlungen. Diese Krokodiltüten. So viel werden wir ja gar nicht zugetraut. So viel Menschlichkeit. Die haben meinen Hund tot gemacht. Die Schweineköppe. Das war doch voller Absicht. Könnt ihr denn Magier sein? Da, nimm den. Da hast du was. Kiste. Na gut, die nehme ich mit. Ein bisschen Tränke, why not? Schlechter Tausch für den Hund. Oh, hier ist immer so Wasserzeug, Wassergebiet. Da fühlen die sich bestimmt wohl, hier diese Krokodiltypen. Wo renne ich denn hier hin? Naja, was sag ich? Die fühlen sich hier wohl. Das war doch klar. Das ist doch genau ihr Ding hier. Schön hier, schön im leichten Wasser rumliegen und auf harmlose Spaziergänger lauern. Genau so. Genau so machen die das. Wie im richtigen Leben. Na, hier ist nichts mehr. Da komme ich auch nicht mehr rauf von hier aus. Ah, ja, ja, ja. Alle tot, gleich sind alle tot, gleich sind alle tot. La, 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 la. Es ist die große Not, denn die sind alle tot. Ey, 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 ey. Ja, ja, Moment. Reptil-Centurion, Moment. Ach, der hier oben ist noch einer drauf, okay. Ach, da ist noch einer hinter mir. Hey, lass das. Sowas machen wir hier nicht. Das ist ein anständiges Spiel. Hier bin ich von hinten rumgeknuddelt. Wie komme ich denn hier hoch? Ah, hier. Ja, ja, ja. Reg dich nicht auf. Ihr seid alle dran. Immer schöne Reihe nach. Ja, ja, schnapp zu. Also mal ein bisschen hier, ein bisschen wie Opfer, was ihr hier macht. Also keine große Gegenwehr hier, Freunde. Ja. Kommen alle gar nicht an hier.
So. Was haben wir hier noch? Gold und das. Und das haben wir noch. Und das und das und das. So. Naja. Wollen wir mal eben gucken. So, Geschicklichkeit. Natürlich. Und dann hatten wir noch S war das, ne? Genau. Nature und Jagd. Okay. Was müssen wir denn haben? Was müssen wir denn hier haben? Was ist denn das? Beutestudium, naja. Was ist das? Kunst der Jagd. Jagderfahrung. Durchschlagschaden. Why not? Was macht der? Deckung finden. Und das? Kräuterkunde. Gesundheitsregeneration geht schneller. Mehr Giftwiderstand. Und du bist Monsterköder. Wir haben fünf ungenutzte. Eieieiei. Also machen wir erstmal hier. Da machen wir schon mal zwei rein. Dann machen wir hier noch im Ganzen ein. Dann machen wir noch ein. Dann kommen wir auch auf die 24. Guck mal. So, und hier machen wir den Hund noch ein bisschen. Oder auch den hier. Ich weiß nicht, wann der angeht. Zusätzlich einen zusätzlichen Fähigkeitspunkt in Naturmeisterschaft. Ach so, der geht erst an, wenn der auf 10 ist. Dann geht der an. Okay. Naja, komm, das haben wir schon mal ein bisschen, haben wir schon mal was gemacht wieder. So. Ein bisschen stärker sind wir geworden. Habe ich jetzt den Hund auch stärker gemacht? Verdammt, schon wieder vergessen, ne? Halt. So. Habe ich tatsächlich schon wieder vergessen, ne? Der ist so senil, der alte Mann, ne? Unglaublich. Man sollte echt aufpassen, was man dem erzählt. Der vergisst alles. Dass er seinen Namen noch kennt, das ist super. Da muss man ihm hoch anrechnen. Hier, bitte gleich. Oh, da ist ein Ding. Da komme ich natürlich erst dran, wenn alle tot sind. Kampfmarkierung, super. Super duper, Kampfmarkierung. Das ist ja super. Was machen wir doch hier? Haben wir doch super markiert hier den Kampf. Jawohl. Oh, ja. Ein massiger Centurio. Das heißt, er ist fett. Der fette Centurio war das. So. Ah, hier sind aber eine Menge Reptilien. Also. Oh, guck mal hier. Oh ja, oh, der hat eine gute Geschwindigkeit drauf jetzt beim Schießen mit der Kampfmarkierung. Ja, doch. Why not? Das ist doch ziemlich cool. So, nehmen wir uns mal das Gold noch mitnehmen hier. Und hier der Zahnstocher. Ah ja, jetzt ist die Kampfmarkierung weg. Und schon schießen wir wieder deutlich langsamer. Oh, da liegen 611 Gold. Die müssen wir uns natürlich noch holen. Und unseren Hund. Danke. Den nehmen wir natürlich auch noch mit. So, hier kommen wir gar nicht runter. Das ist ja schön. Dann können wir hier wieder zurückgehen. Auch das hätten wir eigentlich nicht machen brauchen, sehe ich gerade. Naja, mein Gott, wir wollten alles töten. Ich bin ja schon traurig, dass ich die eine Ecke da ein bisschen auslassen musste. Ich weiß zwar nicht genau, was da war, ob da noch was viel gewesen wäre, aber... Naja. Komm her. Centurio. Bitte schön. Nimm den.
Also das... Wo kommen wir denn hier hin? Ah, hier geht's schon wieder weiter. Okay, da müssen wir erst hier die Ecke noch aufräumen, natürlich. Ja, ja, ja. Ihr seid ihr alle dran. Alle, ihr seid alle dran. Kein Drängeln, kein Drängeln. Bitte nicht drängeln. Ihr sollt alle, ihr werdet alle wunderbar, werdet ihr hier bedient von mir. Da braucht ihr euch überhaupt keine Gedanken machen. Guck mal her, bitte schön, bitte sehr. Aber ja, aber gerne. Voll gerne, bitte schön. Hier, kleiner Picker für dich, bitte schön. Da ist schon wieder so ein... Schon wieder so ein Dingens. Ach, ey. Aber erst gucken wir natürlich wieder draußen zu Ende. Natürlich. Nichts übersehen, nichts liegen lassen. Vor allen Dingen keine Gegner. Aua, du hast aber schwer einen rausgehauen hier. Mein lieber Mann, da sind aber ganz schöne Feuergranaten. Zum Teil. Schild der Fitness. Ja, guck. Dann sind wir hier schon durch, wa? Ja, sieht so aus. Dann gehen wir jetzt in die Höhle. In die Höhle des Löwen. In die Höhle des Löwen. Auf der anderen Seite können wir das aber auch nächstes Mal machen. Wir stellen uns schon mal davor und dann sage ich mal tschüss, bis zum nächsten Mal. Und seid auch nächstes Mal dabei, wenn der Opa hier in die Höhle geht. Und mal gucken, was wir da so finden. Macht's gut und wenn es euch gefallen hat, Daumen, Kommentar, Abo, alles möglich, alles dürft ihr. Bis dann, tschüss.